Und dazu ist mir Markus Schuler aus San Francisco zugeschaltet. Eine kleine Bank im Silicon Valley schließt. Wie gefährlich könnte das für unsere deutschen Banken werden? Na, es ist schon jetzt der größte Zusammenbruch einer US-Bank seit der Finanzkrise 2008. Wie groß die Auswirkungen auf den deutschen oder europäischen Bankensektor sein werden, das lässt sich im Augenblick noch schwer vorhersagen. Aber die Pleite, die kann eine Sogwirkung entfalten, weil man nicht genau weiß, ob einige andere Banken vielleicht auch faule Verpflichtungen in ihren Büchern stehen haben. Allein am Mittwoch und Donnerstag, da haben US-Banken mehr als 100 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Bei den europäischen Banken waren es schätzungsweise 50 Milliarden. Die nächste Woche, die dürfte also an den Börsen in Frankfurt und New York spannend werden. Und dort müssen wir vor allem auf die mittelgroßen Bankinstitute blicken. Und was ist da falsch gelaufen? Ja, die SVB, die war in den vergangenen Monaten wegen höherer Zinsen und einer Verlangsamung der Börsengänge hier im Silicon Valley unter Druck geraten. Die Bank hat einen Verlust am Mittwoch von 1,8 Milliarden Dollar gemeldet. Mit ein Grund für die Pleite war vermutlich auch, sie hat es versäumt, sich breiter aufzustellen. Sie hat hauptsächlich Startups und Risikokapitalgeber im Silicon Valley bedient. Banken dieser Größe haben aber normalerweise Kunden in den verschiedensten Wirtschaftszweigen und Branchen, nicht so die SVB. Und weil die Tech-Industrie hier im Silicon Valley gerade leidet, Zehntausende haben hier ihren Job in den vergangenen Wochen verloren, kriegt es so eine Bank natürlich als erstes zu spüren. Die Einlagen sind bis zu 250.000 Dollar pro Konto versichert. Am Donnerstag haben aber tausende Startups und Firmen ihr Geld von dieser 40 Jahre alten Bank abgezogen. Markus Schuler, vielen Dank für die Einordnung.